mir leid. Sie haben nichts mehr auf Ihrem Kühlschrankkonto. Ihr Kochschrankkonto ist auch überzogen. Und Ihre Kaffeeaktien sind auf Null. Hey, und was ist das da? Im Gegensatz zu dir bin ich noch flüssig. Jetzt fertig, lustig. Wo alle sind unsere Lebensmittel ausgewandert? Das sage ich dir, wenn du dein Haushaltungsgeld gezahlt hast. Hey, spinnst, bis dann bin ich verhungert. Guten Morgen, Tante Martha. Sagen Sie mal, finden Sie das in Ordnung, dass Vreni alle unsere Sachen. Irgendwie muss man den Betrieb doch erziehen. Suchen Sie Lebensmittel, Tante Martha. Vreni kann Ihnen gern sagen, wo die sind. Tante Martha, ich muss Ihnen das erklären. Erklären Sie mir nichts. Ich will nicht mit Ihnen reden. Haben wir Kraft? Ich will Sie spüren. Verstehen Sie, was das bedeutet? Sie haben Zahnweh, Ohrweh und Herzbeschwerden. Nein, das heisst nicht reden, nicht hören, nur fühlen. Wissen Sie, ich mache darum gerade einen Kurs, fühle deinen Nächsten. Aha. Das ist ganz einfach. Je mehr als man schwätzt, desto weniger versteht man sich. Wenn man aufhört mit den Leuten reden, entdeckt man auf einmal Sachen, die einem vorher nie aufgefallen sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel, als ich vorher hier reingekommen bin, stumm, da ist mir aufgefallen, dass der Eiskasten völlig leer ist. Ja. Das ist nur, weil Vreni... Ich will nicht mit Ihnen reden. Ja, nie mehr. 48 Stunden. Bis dann will ich Sie nur beobachten und spüren. Die Kraft der intuitiven Wahrnehmung wird dafür sorgen, dass ich uns und unser Zusammenleben besser verstand. Übermorgen zum Morgen erzähle ich Ihnen dann, was ich alles herausgefunden habe. Bis dann. Kein Wort. Also, ich wollte ja nicht sagen, sie ist storenberot, aber ein bisschen dunkelorange ist es schon. So einen Kurs solltest du auch mal besuchen. Wieso glaubst du an den Mist? Aber wenn du mal 48 Stunden lang keine faulen Sprüche willst machen, das wäre herrlich. Flip und Flip, T-Shirt und Sweatshirt, Import, Export und Volkssport AG, grüezi, hallo. Ah, Hans Meier, ja, da sind Sie schon richtig verbunden, aber der ist im Moment nicht da. Ja. Hätte. Ja? Ja, ich richte sie aus, üben. Gut, in Ordnung, merci. Adieu. Hey, Vreni, stell dir vor, der Hans hat doch tatsächlich... Dann gehst du ja mit der Tante Martha los. Die redet gar nicht mehr. Immer einen Wettbewerb gewonnen. Tante Martha? Ja, und wegen dem redet sie... Du hast gewonnen. Irgend so ein Fritz von einer Werbeagentur hat angerufen, du hättest den ersten Preis in einem Wettbewerb gewonnen und sollst dir unbedingt die übernächste Woche freihalten, weil dann sei die Reise, die du gewonnen hast. Wettbewerb? Mach doch nie einen Wettbewerb. Wettbewerb? Ja, natürlich. Ich bin wahnsinnig. Ja, das ist in diesem Haus nichts Neues. Wohin geht's denn? Ich weiss nicht, er hat nichts gesagt. Aber ich weiss es. Ich reise in die Stadt, wo früher oder später alle grossen Künstler anreisen. Hollywood. Du spinnst. Seht ihr so aus? Nicht immer, aber immer öfter. Wieso Hollywood? Ich erkläre es mal für Comic-Heftli-Leser. Ich Filmzeitschrift lesen, Wettbewerb sehen, einschicken, boings, gewinnen. Erster Preis, eine Woche Hollywood und eine Rolle im neuen Arnold Schwarzenegger-Film. Schwarzenegger? Ja. Der einzige Kleiderschrank, der reden kann.
Und erst noch mit österreichischem Akzent. Also, und mit dem darfst du im Film mitspielen? Ja, natürlich, klar. Starr und starr gesellt sich gern. Leck. Ich gratuliere. Oh. Ein Autogramm oder ich stehe. Oh ja, Moment. So, bitte. Oh, Tante Martha, stellen Sie sich mal vor. Tante Martha. Jetzt weiss sie ja gar nichts von meiner Filmkarriere. Sie interessiert sich im Moment mehr für Stummfilm. Hollywood, ich komme! Das muss gefeiert werden. Ja. Was hast du denn schön eingekauft? Putzmittel. Mit komischen Sachen stoßen die in Hollywood an. Nein, Hans, das hättest du jetzt nicht. Du, sag mal, wer hat da wahre Lebensmittel da rein? Dort sind sie, die Börsenkurs steigen, hä? Sag mal, was hat er? Hunger. Heute! Heute, wo ich den Oscar für die beste schauspielerische Leistung des Jahres erhalte, möchte ich danken! Ich danke meinen Eltern, die mir so viel angeborenes Talent mit auf den Weg gegeben haben. Ich danke aber auch meiner Kindergärtnerin, die schon früh mein schauspielerisches Genie entdeckt hat und mir als Josef im Krippenspiel zum Durchbruch verholfen hat. Danke aber auch meinen Kollegen vom Theaterverein, die jetzt zu Hause vor den Fernsehapparaten sitzen und sich vor Neid in den Hintern beißen. Ich danke aber auch meinem lieben Freund Flip, dem ich aus Hollywood etwas Schönes mitbringen werde. Du störst. Und du bist gestört. Wo hast du eigentlich das Kostüm her? Aus der Brockenstube von der Heilsarmee. Los, wenn man auf Hollywood fährt, dann muss man sich anlegen wie die anderen Stars, ne? Welche Stars meinst du? Frankenstein oder E.T.? Du kommst doch einfach nicht raus. Nicht? Für Hollywood ist das sozusagen noch konservativ. Ja, schau dir doch mal Madonna an. Am lieber als die. Los, entscheidender ist doch, wenn mich jemand so sieht, nicht, dann denkt der ganz spontan, aha, ein Filmstar. Oh, Vreni, ganz spontan, wenn du den Hansen so anschaust, an was denkst du denn? An die Brockenstube von der Heilsarmee. Ihr kommt doch einfach nicht raus, hä? Aber euch bietet ja niemand einen Film an mit dem Arnold Schwarzenegger, ja? Was für eine Rolle ist es eigentlich? Haben Sie das Drehbuch schon geschickt? Nein, noch nicht. Die haben mich doch das erste Mal persönlich gesehen, nicht? Damit sie meine Rolle auf meine Persönlichkeit abstimmen, oder? Meine Persönlichkeit reicht höchstens für eine Karriere in der Studiokantine. Als Würstli. Ja, ich meine, Leute mit deiner Postur, die braucht der Schwarzenegger höchstens, um den Boden damit aufzunehmen. So. Ja, setzen! Es kommt nicht auf den Körperbau, sondern auf die Schauspielkunst an. He? Lieber klein und gescheit, als so lang und dumm. Los, wenn ich mal richtig loslege, dann wird sogar der Schwarzenegger zum Statist. Wenn ich dort ins Studio reinmarschiere, dann spiele ich denen zuerst mal eine Szene vor, damit ihr gerade merkt, was für ein Glückstreffer gezogen haben. Ah. Was für eine Szene? Was halt in so einem Schwarzenegger-Film vorkommt, oder? Du miese kleine Ratten, hä? Was ist denn jetzt los? Du wärst jetzt der Verbrecher, oder? Also, los! Dieses unschuldige Mädchen wolltest du verführen? Die steht unter meinem persönlichen Schutz. Ach, Schutz? Moment. Ich habe hier einen dreipoligen Vakuumax. Vakuumax? Das sind nicht Loch.
Ich bin der Generator! Aus meinen Fingern schießen tödliche Laserstrahlen. Nimm das! Mister Baby, ich komm wieder. Was sagt ihr jetzt? Wirklich gut. Es hat nur noch das Popcorn gefällt. Ich wäre mir vorher wie im Kino. Nur das dort Helden in diesen Hollywood-Streifen keinen schweizerdeutschen Akzent haben. Blöd. Zu Hollywood rede ich dann Englisch, oder? Kannst du das? Ja, nicht so genau, aber für die paar Sätze, die in so einer Rolle vorkommen. Was für eine Rolle ist es denn jetzt? Moment. In dem Heftli da steht etwas über den Inhalt von dem neuen Schwarzenegger-Film. Warte mal. Da. Der Terminator hat sich auf einem Wüstenplaneten versteckt. Eines Tages taucht ein geheimnisvoller Fremder auf einem Kamel auf. Ah, das ist deine Rolle. Was? Geheimnisvoller Fremder im Wüstensand? Ich habe eigentlich eher ans Kamel gedacht. Der geheimnisvolle Fremde entpuppt sich als Lara, die langhaarige blonde Kriegerin. Ja, vielleicht könnte ich ja die auch spielen. Ich weiß nicht. Schwarzenegger und Charlie Stanton passt irgendwie nicht zusammen. Lara verbündet sich mit dem Terminator. Und gemeinsam kämpfen sie gegen einen Helden, der dem Kinopublikum unvergesslich bleiben wird. Helden? Ja, das ist genau meine Rolle. Meinst sein von zahllosen Kämpfen gestählter Körper überragt sogar den von Arnold Schwarzenegger. Also los, der Humphrey Bogart, der ist schließlich einmal auf einem Harassli oben gestanden, weil Ingrid Bergmann so gross war, oder? Das Harassli langt in dem Fall nicht. Das müsste schon Stelzen sein. Hans, du hast ein Problem. Hans, du hast zwei Probleme. Du hast die falsche Postur und du kannst kein Englisch. Aber du hast Glück, denn du hast die richtigen Freunde. Und wir helfen dir. Ja, wie? Also, ich gebe dir Englischunterricht. Seit wann kannst du Englisch? Hey, für jemanden, der schon im Kindergarten anstatt alle meine Entli gesungen in einer Hitparade gelost hat, ist das kein Problem. Und ich übernehme das Bodybuilding-Training. Was, du? Du bist doch total unsportlich. Nicht mehr. Seit einer Woche bin ich im Fitnessclub von der Bank. Ja, alle wichtigen Abteilungsleiter gehen dorthin. Vor allem der mit diesen Sommersprossen auf. Ja, also, was auch immer. Hans, vertrau du dir uns an. Genau. Und in einem Jahr hast du einen Oscar. Ja. Und wenn es ein Meiteli wird, dann sagen wir Meierli. Was auf Hollywood oder was nicht? Hey, Kanna, Kanna, Kanna! Was meinst du? Hervorragend! Wenn er so weitermacht, kann er auf Kloten auf Flugzeug einwinken. Die Übung ist gut für die Armmuskulatur. Man muss sie nur lang genug machen. Ja, im Fall von Hans etwa 500 Jahre. Ich brauche eine Pause. Du siehst aus wie ein Kleiderschrank. Im Moment gleichst du gerade mal in einem Schuhkästchen. Ja. Noch einmal für den Schwarzen. Für den Schwarzen, also. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und Hollywood! Hollywood! Und drei, Hollywood. Und vier, und Oscar Günther! Oscar Günther! Und Usus! Oh, komm her. Ach, das ist ein grauenhafter Krampf. Messen? Ja, ich komme. Oh, wow.
Wie viel? Minus 2 cm. Minus? Ja. Schuhgröße mal Kragenweite durch Körpergewicht. Ach, ich schaffe es nie. Nein. Wenn du die Übungen mal ein paar Monate gemacht hast. Ja, komm, so lange habe ich nicht die Zeit. 2 Wochen muss ich zu Hollywood antreiben. Dann gibt es nur eins. Wir nehmen ab sofort grössere Pfannen. Ja, ja, ja. Jetzt bin aber zuerst mal ich da. Jetzt ist auch meine Zeit für die erste Englischlektion. Wir lernen heute folgenden Satz. Ja. We don't need no education. We don't need no birth control. So ein Blödsinn. Hey, das ist kein Blödsinn. Das ist Pink Floyd. Ja, was heißt das auf Deutsch? Ist doch ganz einfach. Wir brauchen keine. Was heißt Education? Ausbildung. Sag ich doch. Wir brauchen keine Ausbildung. Wir brauchen keine. Birth Control. Geburtenkontrolle. Ja. Kannst du mir sagen, was ich mit so einem Satz soll? Wir brauchen keine Ausbildung, wir brauchen keine Geburtenkontrolle. Kannst du mir eine Situation sagen im täglichen Leben, wo man so einen Satz brauchen kann? Stell dir vor, ja. Du bist allein. Ja. Es ist dunkel. Und du läufst über den Hollywood Billiard. Boulevard. Kein Detail! Es ist dunkel. Ja. Du bist allein. Und du laufst über den Hollywood Billiard. Boulevard. Es kommt ein Typ, er packt dich am Kragen und er sagt, ich muss dir glaube mal beibringen, wo Gott hockt. Was sagst du denn? We don't need no education. Ja. Und dann sagt er, du Sack, watch a dritte in dir. Oh nein, thank you, we don't need no birth control. Yes. Schaut jetzt, ich glaube, die sind besser. Nein, jetzt noch ich dran. Der muss ich glaube mal beibringen, wo Gott hockt. Will mir dann noch eine Education? Du Sack, watch a dritte in dir. Und dann denke ich mir die noch eine Birth Control. So. Also jetzt komm ich. Oh, Vreni. Nein. Ja, da ist Ebersold. Mach den Ebersold. Hören Sie, ich bin hier gerade an der Hausaufgabe von Ihrem Kurs «Fühle deinen Nächsten». Jetzt seit ich mit meinen Untermietern im Schwätz, sind die wie ausgewechselt. Sie gehen mit Pfannen aufeinander los. Nein, Larry. Du bist doch ein Star. Ja, ja, ja. Ein Star? Jetzt meint der eine, ihr seid ein Vogel. Was machen wir auch heute mit dem Hans? Ein bisschen Trampolin wäre nicht schlecht. Wir haben doch gar kein Trampolin. Aber der Tante Martha, ihr Sofa hat gute Federn. Was machst du da? Das gibt einen Fitnessdrink für den Hans. Oh, das ist gut. Ich habe einen neuen englischen Satz vorbereitet. Mit dem kommt er überall durch. Wie der Pink Floyd. Nein, Mary Poppins. Super Califragili Stick, Expialidocious. Das heisst doch gar nicht. Ja, umso besser, dann kann er ihn auch nicht falsch brauchen. Meinst du wirklich, der Hans bringt das an? Also, seit mir mit ihm. Trainieren hat er sich irgendwie verändert. Er ist irgendwie grösser geworden, stärker, schöner. Rechteckiger. Jesus, Hans, was ist passiert? Hexenschuss! Von einer blödsinnigen Turnübung. Hey, trink du zuerst mal das da, ja? Moment, Moment. Die Reis kann ich vergessen. Hey, wieso? Vielleicht spielt der Schwarzeneggerstreifen in Australien. Warum?
Im Moment hast du einmal gerade die richtige Form für einen Boomerang. Vielleicht kann man die Reise ja verschieben. Das kann man nicht. Dreharbeiten warten nicht. Bis ich auf Hollywood komme, hat schon längstens ein anderer meinen Oscar abgeholt. Es ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Sagen Sie das nicht so fröhlich, Tante Martha. Warum? Ist doch schön, dass ich wieder mit Ihnen reden kann. Das meinen Sie. Komm, Hans, schonen! Entschuldigung, Tante Martha, aber ich muss schonen! Hans, was ist denn mit Ihnen los? Das kann ich Ihnen ganz genau erklären. Die zwei grössen Wahnsinnigen möchten gerne Trainer da. Erklären Sie mir nichts. Lassen Sie es mir deuten. Für was habe ich Sie schließlich 48 Stunden beobachtet? Ja. Tante Martha, es ist jetzt, glaube ich, nicht so der Moment. Also, der Hans hat gerade... Nichts sagen, ich weiss alles. Fühle deinen Nächsten. Also, das erste Mal... Ist der Eiskasten leer gewesen? Ja, das ist nur, weil ich im Flip... Ich habe natürlich sofort verstanden, was los ist. Der Herr Flip hat wieder mal alles leer gegessen. Ha, schön was. Aber dann hat ihn das schlechte Gewissen gepackt. Er ist vor ihnen beiden auf die Knie und hat sie um Verzeihung gebeten. Schön was. Also, ich habe nie irgendjemand da innen um Verzeihung. Ich habe genau gehört, wo sie gesagt haben, ich brauche jedes Gramm oder ich stirb. Ein Autogramm, habe ich gesagt. Aber der Herr Hans hat Ihnen nicht verzeihen. Er ist auf Sie los und hat Sie fast umgebracht. Allweg sind Sie als Buschi zu früh abgestillt worden. Darum werden Sie so aggressiv, wenn man Ihnen das Essen wegnimmt. Ich glaube, es ist jetzt nicht so... Aber der Herr Flip hat sich gerecht. Die grosse Auseinandersetzung, die habe ich ja dann gerade mitbekommen. Sie, Herr Hans, warum haben Sie eigentlich dort auf einmal Japanisch geschwätzt? Jetzt habe ich gemeint, du hättest im Englisch beigebracht. Ey, was kann ich dafür, wenn der die Betonungen nicht kapiert? Es ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat Fräulein Vreni die Situation gerettet. Es ist mit zwei grossen Pfannen gekommen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie Sie das erklären. Das hat so viel geheissen wie «Handelt nicht ums Essen, ich koche genug für alle». Stimmt's? Ich gehe. Das ist sicher der Schwarzenegger persönlich, der dich abholen kommt. Oh, nein, so einen blöden Witz und ich schlage dein Kreuz so krumm wie ein Eis. Hey, das ist die Ticket auf Amerika. Ich wollte es gar nicht sehen. Gut, in dem Fall mache ich es auf. Sehr geehrter Herr Meier, seit über 10 Jahren ist Florwelt über alle Grenzen hinweg bekannt für qualitativ hochstehende Sämereien und Pikiersetzlinge aus biologischem Anbau. So, das ist jetzt aber ein blöder Witz zu viel. Das steht wirklich drin. Zeig mal. Unsere Wettbewerbsfrage, welche Blumen wachsen aus Tulpenzwiebeln, haben Sie richtig beantwortet. Was hast du geschrieben? Nägel? Und damit den Hauptpreis gewonnen. Wie bereits telefonisch angekündigt, senden wir Ihnen hier den Gutschein für das Wochenende auf der Blumeninsel Mainau. Mainau! Du nicht machen große Reise über großen Teich auf großes Land, Jups. Du noch machen kleines Reisli über Dümpeli auf... Tulpeninseln und Tulpenzwiebeln. Hat doch nie an einem Tulpenzwiebelwettbewerb mitgemacht. Aber ich. Und damit meine Gewinnchancen grösser sind, habe ich von jedem von Ihnen eine Lösung eingeschickt. Dann war gar nie etwas mit Hollywood. Und für das habe ich mir meinen Rücken ausgerenkt. Das ist doch wirklich. Vorsicht! Hey! Mein Nerv ist nicht mehr eingeklemmt. Sieh, aber etwas nimmt mir jetzt gleich noch Wunder. Hat das eigentlich gestimmt, wie ich ihr Verhalten während diesen 48 Stunden deutet habe? Selbstverständlich, Tante Martha. Genau so. Ist es? Sie. Hey. Thank you.
unheimliche Fälle in die Akte X.